Hallo liebe Gäste und herzlich willkommen bei der aktuell einzigen Möglichkeit, uns an Bord zu besuchen, nämlich audiovisuell. Wir befinden sich gerade hier an Bord der Mein Schiff 2 vor Bridgetown in Barbados bzw. direkt an der Pier. Warum das so ist, das erzähle ich Ihnen später. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Stefan Zimmermann. Ich bin seit 2012 mit TUI Cruises unterwegs, für alle, die mich nicht kennen. Bin viele Jahre als Kreuzfahrtdirektor gefahren, jetzt die letzten anderthalb Jahre als General Manager mit unseren Schiffen unterwegs und somit verantwortlich für den kompletten Hotel- und Dienstleistungsbereich. Ja, und wenn Sie jetzt mal schauen, im Hintergrund sehen Sie es vielleicht verschwommen, meine Damen und Herren. Heute werden Sie nicht viele reservierte Liegen finden. Der Grund, den kennen Sie alle, ist die besondere Situation. Und das ist eigentlich auch das, was hier an Bord aktuell am meisten fehlt. Denn diese Schiffe werden gebaut für Passagiere und die haben wir aktuell nicht. Für mich natürlich vielmehr ein Grund, mich noch mehr um meine Besatzung zu kümmern. Davon habe ich eine ganz, ganz großartige Truppe hier an Bord. Und wir machen aktuell ganz, ganz viele Schulungen, ganz, ganz viele Trainings und wir nutzen die Zeit einfach, um gestärkt aus der Situation herauszugehen und Sie dann noch fitter zu begrüßen, als Sie das eh bereits von uns gewohnt sind. Ich erwähnte es eingangs bereits, wir haben kurz angelegt heute Morgen mit dem Schiff hier an der Pier in Bridgetown, Barbados. Der Hintergrund ist natürlich, dass wir noch einmal heute ein Loading an Bord nehmen, bevor wir uns auf den Weg machen über den Atlantik Richtung Europa. Und bei den Loadings ist es halt so, das wird immer reichlich vorher bestellt. Das heißt, alles, was wir heute an Bord nehmen, ist bereits vor 8 Wochen ungefähr in Deutschland gepackt worden in Container, wurde dann mit Containerschiffen hier rübergebracht in die Karibik und findet dann heute den Weg zu uns an Bord, nachdem das Ganze natürlich durch Customs, also durch die Zollbehörden, geprüft wurde. Aktuell unten in der Provision auf Deck 2, also eine Menge los, was dort alles an Bord kommt. Und ich zeige Ihnen mal, wo das Ganze ist und was Sie dort jetzt alles erwarten können. Bis gleich. Jetzt sind wir unten auf Deck 2 angekommen in der Provision. Hier ist eine Menge los, gerade 16 Container, 145 Tonnen insgesamt, davon 45 Tonnen nur gefrorene Ware. Was ist da zum Beispiel bei? Da ist bei Fleisch, Fisch, Gemüse, all diese Dinge zum Beispiel. Dann kriegen wir Nudeln, wir kriegen Mehl, wir bekommen Reis. Der Hotelstore wird gefüllt mit Toilettenpapier, Druckerpapier für die Büros und so weiter. All das kommt heute an Bord. Normalerweise kommt auch immer noch ein sogenanntes Fresh Loading mit dazu. Das gibt es jetzt aber nicht, denn das kommt hier in diesem Fahrtgebiet in der Karibik immer frisch aus den Vereinigten Staaten. Und da haben wir natürlich noch die Gelegenheit genutzt, das abzubestellen. Da wir natürlich nicht so wie sonst mit 4000 Menschen unterwegs sind, sondern aktuell nur ein paar hundert Besatzungsmitglieder an Bord haben. Wie voll unsere Stores sind, so dass wir wirklich nicht Hunger leiden müssen die nächsten Wochen, das zeige ich Ihnen jetzt mal in einer nächsten Einstellung. Viel Spaß! Hier befinden wir uns jetzt im Kühlhaus für Fisch und Geflügel. Aktuell sind hier minus 24 Grad drin, ist aber ganz angenehm bei den Außentemperaturen von aktuell so knapp 30 Grad. Hier befindet sich alles drin, gefrorener Fisch. Schrimps, Lachs, alles was wir an Fisch auf den Buffets haben normalerweise. Und es ist randvoll, das heißt, wir haben auf jeden Fall genug Fisch und Geflügel für die nächsten Wochen. Meine Damen und Herren, jetzt sind wir aktuell in dem teuersten Raum hier an Bord. Wenn Sie sich mal ein bisschen umgucken, hier im Hintergrund. Hier in diesem relativ kleinen Raum befindet sich Ware für über 135.000 Euro. Sie können sich schon denken, worum es geht. Es geht natürlich um den guten Stoff. Alles Hochprozentige befindet sich hier drin. Das heißt, hier finden Sie natürlich zum einen unsere Saltwaterbrände. Alles, was wir haben an hochprozentigem Alkohol, wird hier in diesem Raum gelagert. Das ist ein ganz besonderer Raum, weil der muss natürlich immer verschlossen sein. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und was dies hier auch ist, das ist ein sogenannter Kategorie 14 Locker. Und das bedeutet, dass das hier auch ein feuerfester Raum ist. Das heißt, hier sind natürlich Sachen gelagert, die brennbar sind. Und Sie wissen, wie das ist mit dem hochprozentigen Alkohol. Der brennt natürlich. Wir haben aber nicht nur zu trinken hier an Bord, wir haben auch zu essen. Und was wir in den aktuellen Zeiten mit dem Essen machen, ist natürlich auch ein bisschen anders. Wir müssen es zubereiten, aber natürlich lange nicht für so viele, wie wir das sonst machen. Wir haben wesentlich weniger Menschen an Bord. Und was unsere Küchenchefin, die Diana, darüber denkt, das zeige ich Ihnen jetzt mal, denn ich mache mich jetzt mal auf dem Weg in die Küche. Bis gleich. Wie versprochen bin ich angekommen in der Hauptküche. Neben mir steht meine Küchenchefin, das ist die Diana. Diana, erzähl mal, wie ist das jetzt für dich so ohne Gäste? Ja, ganz anders. Wir müssen natürlich jetzt gerade unsere ganzen Rezepte, die wir normalerweise für ein volles Schiff mit Crew plus Gästen natürlich haben, das muss ich natürlich jetzt alles umrechnen. Ne? Also von Rezepten, wo wir normalerweise, sage ich mal, 90 Kilogramm vom Rinderfilet brauchen, brauchen wir jetzt wirklich nur noch 20 Kilogramm, weil natürlich auch die Crew ganz andere Bedürfnisse hat. Ja, wir waren vorhin unten im, ich wollte gerade sagen, im Maschinenraum, Quatsch, in der Provision. Ja. Also da, wo das Fleisch gelagert ist, wo der Fisch gelagert ist. Und die ganzen Kühlhäuser ist natürlich alles randvoll. Also wir werden in der nächsten Zeit keinen Hunger leiden müssen. Davon gehe ich aus, oder? Nein, also wir müssen hier überhaupt gar keinen Hunger leiden. Wir haben genug Essen an Bord, wir haben auch genug Sachen, um auch
ein bisschen kreativer zu sein. Also das ist auch was Schönes mal wieder für mich, dass wir doch ja, unsere Rotation befolgen, aber wir können doch ein bisschen kreativer sein und ich kann da wirklich ein bisschen ja, noch einen draufhauen. Das ist gut, weil es gibt dann auch mal ein bisschen was extra, wenn dann zum Beispiel der Generalmanager mal möchte, dass es Kaiserschmarrn gibt oben. Bei uns jetzt in der aktuellen Crewmesse, dann gibt es das auch mal. Nämlich ist das für morgen Abend geplant. Genau, für morgen Abend. Apropos Crewmesse, meine Damen und Herren, die haben wir normalerweise auch unten auf Deck 3. Aber wir haben sie aktuell natürlich aufgrund der aktuellen Situation, haben wir sie oben in den Ankermannsplatz genau, gelegt. Das ist unsere aktuelle Crewmesse an Bord. Dort speist die Crew morgens, mittags und abends. Und dort habe ich das nächste Date. Ich habe mich verabredet mit unserer Kreuzfahrtdirektorin, mit der Susanne. Und mit der treffe ich mich gleich oben. Bis dahin. So. Jetzt bin ich nicht mehr alleine. Gute Laune-Garantie ist bei mir unsere Kreuzfahrtdirektorin. Susanne, was macht eigentlich die Kreuzfahrtdirektorin jetzt ohne Gäste? Ja, natürlich fehlen mir unsere Gäste, denn ich bin ja Gesicht und Stimme des Schiffes für unsere Gäste, auch ein wichtiger Ansprechpartner auf den normalen Reisen. Aber das Gleiche bin ich jetzt auch für die Crew und das ist für mich eine ganz besondere und schöne Herausforderung. Zum Beispiel bestimmte Rituale, die behalten wir einfach bei, sodass der Kapitän und ich gemeinsam oder ich alleine auch unsere Durchsagen weitermachen. Wie geht mein Tag los? Also ich starte natürlich mit einem Kaffee, dann gibt es ein Generalmanager-Meeting, wo wir uns im Team dann besprechen, wie der Tag sich gestalten wird. Und dann haben wir natürlich auch viel Programm für unsere Crew vorbereitet. Und ähnlich wie für unsere Gäste erstellen wir ein Tagesprogramm. Und das gebe ich auch an die Crew weiter, natürlich auf Englisch. Und das heißt, die durchsagen dann, was ist am Vormittag los, was ist Nachmittag los, was ist am Abend los. Und das ist eine schöne, interessante Aufgabe für mich. Ja. Ich bin im Prinzip das Gleiche, was ich sonst für die Gäste bin, auch jetzt für die Crew. Ja. Apropos Crew, wir haben ja eine Besonderheit oder die jetzt der wesentliche Unterschied. Normalerweise haben wir die Crewmesse, die ist bei uns unten auf Deck 3. Und wir haben das Ganze jetzt nach oben gelegt in den Ankermannsplatz. Wie gefällt das der Crew? Wie gefällt dir das? Also es kommt sicherlich super bei der Crew an. Ich habe das Gefühl zumindest. Ich finde es ganz, ganz großartig, dass man dann diesen Ankermannsplatz, dieses Buffet-Restaurant gemeinsam nutzen kann. Man kommt ins Gespräch mit ganz vielen Crewmitgliedern. Das würde man sonst wahrscheinlich im laufenden Betrieb gar nicht machen. Und das ist eine schöne Teambuilding-Maßnahme, finde ich. Und man merkt auch, wie die Crew so ganz langsam die Gästebereiche erobert, die sie ja sonst normalerweise nicht betritt oder zumindest wenig betritt. Zumindest nicht in dem Maße. Apropos, ich hätte Lust auf ein Dessert. Was meinst du? Okay. Ja, du kannst das auf jeden Fall. Ich muss dafür dann eine Stunde mehr Sport machen. Ist aber kein Problem. Okay, guck mal, was so da ist. Mhm. Hallo, danke. Also Creme Brûlée nicht. Ich würde dir empfehlen Joghurt. Das ist Hüftgold. Aber dann wenigstens zwei, bitte. Okay. Danke, was nimmst du? Ich nehme das. Das ist halt der kleine, aber feine Unterschied. Wie sieht es sonst aus? Gehen wir weiter. Ne? Kuchen gehen wir weiter. Wie sieht es sonst aus? Was erwartet uns in Sachen Entertainment noch heute? Ich habe das große Glück generell, dass das Entertainment fast komplett an Bord ist. Also die Künstler und die Techniker. Und dadurch können wir auch für die Crew viel Entertainment anbieten. Wir wollen ab und zu mal eine Show im Theater spielen, wir wollen Poolpartys machen. Und das ganz Besondere ist, dass die Schauspieler, die uns in der Schaubühne auftreten und die Komödien für die Gäste auf Deutsch spielen, dass sie das jetzt alles auf Englisch einstudieren, um das dann auch der Crew präsentieren zu können. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und heute Abend, gibt es heute Abend noch was Besonderes? Ja, heute Abend, letzter Tag hier in der Karibik. So wie es aussieht, werden wir heute Abend Bridgetown, Barbados verlassen. Und dann heißt es Goodbye Karibik. Und das wollen wir auch gebührend feiern. Wir machen eine schöne Goodbye Caribbean White Night Pool Party. Normalerweise machen wir das mit Ihnen zusammen, meine Damen und Herren. Aber heute Abend müssen wir es dann notgedrungen mal ohne Sie versuchen. Aber wir machen das Beste draus.